Ja Leute, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge von Minecraft Attack. Ich bin hier immer noch bei Street Master. Wir haben ja letzte Folge ein bisschen getradet, beziehungsweise erstmal geguckt, was es überhaupt gibt für Angebote. Und ich werde jetzt nochmal kurz das Weizen wegbringen, das wollte ich ja noch machen, weil ich ja bei ihm auch geerntet habe. Tue ich dann einfach mal... Ah komm, ich tue es direkt unten hin, sonst wundert er sich, oh, wieso ist hier Weizen? Das machen wir mal nicht, sondern wir bringen das hier nach unten. Wo hat er denn? Hier hat er das Zeug. Ja, ich schreibe ihm jetzt kein Schild, da wird er das Video, denke ich mal, sehen, denn er ist ja ein treuer Abonnent von mir und, ja, zumindest bis jetzt immer gewesen, finde ich auch cool und ich denke mal, das wird er dann auf jeden Fall hier mitkriegen und, ja, gucken wir mal, wieso laufe ich jetzt eigentlich schon wieder in die Richtung, ich will eigentlich wo ganz anders hin, denn heute möchte ich ein kleines Thema ansprechen, ja, vor längerer Zeit wurde mir schon mal vorgeschlagen auf meinem Hauptkanal, ich soll mal über die Minecraft-Entwicklung reden, was ich davon halte, seit der 1.2.5, wie sich Minecraft entwickelt hat. Hart, genau, so spricht man das aus. Und ja, was kann ich dazu sagen? Also, ich muss ja nochmal vorneweg sagen, das ist schon ziemlich lange her, wo mir das vorgeschlagen wurde. Ich glaube im August oder so, oder spätestens September war das irgendwann. Und ich habe es natürlich nicht vergessen, ja. Ich gehe natürlich auf die Wünsche der Community ein, wenn auch nicht auf dem Kanal, wo es vielleicht erwartet wurde, sondern ja, dann eben hier, aber ich weiß nicht, auf meinem Hauptkanal möchte ich das nicht nochmal ansprechen, weil ich hatte es schon mal angesprochen, hatte es da aber wieder falsch verstanden, weil ich da nur irgendwie eingegangen bin, so ja, hier, wie hat sich Minecraft entwickelt in den frühen Alpha-Versionen und davor und ja, deswegen weiß ich nicht, das habe ich halt so ein bisschen falsch aufgegriffen und dann möchte ich jetzt nicht unbedingt das nochmal neu ansprechen, auch wenn ich es dann eben nochmal richtig stellen könnte. Ich mach's dann einfach hier, ja. Und ja, fangen wir doch mal einfach an. Was halte ich davon? Wie hat sich Minecraft entwickelt? Ja, ich finde, die Minecraft 1.3 damals war ja so das erste Update, was ich so live miterlebt habe nach dem 1.2.5er Update, was ich ja quasi damals immer gespielt habe, so zu meinen Minecraft-Anfängen. Und ich muss ja sagen, es war schon ziemlich nice damals, so viele Neuerungen zu sehen und mit den ganzen Smaragden und ich habe mir damals auch keine Snapshots oder sonst irgendwas angeguckt. Ich habe wirklich mir eine neue Welt erstellt und da mal alles, was es in der 1.3 neu gab, ausgetestet, so wirklich alles und habe das mir alles selber beigebracht und das war einfach ein ziemlich geiles Feeling, das mal so alles, ja, selbst zu erforschen, das Update und ich weiß nicht, das wollte ich dann auch nochmal machen. Weil ich fand einfach das damals so schön. Das wollte ich dann, glaube ich, mit der 1.9 nochmal machen. Habe ich aber dann nie, weil ich ja dann doch mir immer die Snapshot-Reviews immer angeguckt habe, beziehungsweise angucken wollte. Vor allem, weil die 1.9 auch so lange auf sich hat warten lassen. Da wollte ich dann natürlich wissen, was los ist, ne? Das war so ein bisschen das Ding. Und deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Aber so allgemein wäre es schon mal wieder cool, bei irgendeinem Minecraft-Update das so zu machen, dass man einfach sich überhaupt nicht informiert und dann einfach so volle Bude rein, einfach das von vorne herein erkundet, so. Weil damals war das halt echt schon eine ziemlich coole Sache und, ich weiß nicht, mich hat das damals einfach sehr begeistert und das war ziemlich cool. Und ja, auch die 1.4 damals hat mich sehr gefreut, da habe ich mich dann schon ein bisschen mehr im Vornherein mit den Sachen beschäftigt. Das war auch noch ein ziemlich cooles Update, wo ja die Witter kamen und das kam ja so ein bisschen zu Halloween und da waren ja auch hier, war ja auch diese Änderung, dass Zombies und Skelette immer Halloween-Köpfe tragen oder beziehungsweise Kürbisköpfe an Halloween, was wir ja auch vor 2 Wochen sehen konnten, ne? Beziehungsweise vor knapp 2 Wochen, ich glaube jetzt 13 Tage ist es, ne, 12 Tage ist die Folge her, genau, oder 11, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon wieder ziemlich lange, wenn man es mal bedenkt, ne? Die Zeit vergeht auf jeden Fall schon wieder schnell. Und, ja, auf jeden Fall, das war ja so ein bisschen das Halloween-Update, das Pretty Scary-Update haben sie es genannt. Und ja, das war ja das erste dieser großen Updates, oder beziehungsweise diese Updates, die immer ein Thema bekommen in Minecraft. Vorher gab es das ja noch nicht bei jedem Update, da gab es das nur zwischendurch mal. Zum Beispiel bei der 1.8, bei der Beta 1.8, das Adventure-Update. Oder bei der Alpha 1.2 das Halloween Update, das erste. Ja, aber jetzt seit der 1.4 hat dann ja jedes Update so ein eigenes Thema gehabt und ich fand, es hat so ein bisschen
ja, ein bisschen was verändert natürlich in der Update-Branche, kann man sagen, oder in der Update-Philosophie oder wie man das nennen will, keine Ahnung. Weil die haben sich dann immer so drauf spezialisiert, dass alles zusammenpasst und alles unter einem großen Thema steht. Und ich finde, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, das hält so ein bisschen davon ab, vielleicht, ja, wichtige andere Sachen einzuführen oder so mit allen Dingen, die es in Minecraft so gibt, also PvP, PvE, das, alle Themenbereiche, die Minecraft abdeckt, so auf einem Stand zu halten, weißt du, da konzentriert man sich dann in einem Update dann nur auf ein Thema, was ich auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, es hält so ein bisschen, wie gesagt, davon ab, oder man konzentriert sich dann nur so ein bisschen zu viel auf eine Sache und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht problematisch wird und ob dann andere Sachen auf der Strecke bleiben, ne? Das wäre natürlich doof. Und ja, das ist mir halt so in letzter Zeit so aufgefallen. Und ich fand, das Redstone-Update, die 1.5, die war auch noch ziemlich cool. Also bis dahin waren die Updates echt noch ziemlich gut, also muss ich ja sagen. Ja, da wurde so ein bisschen Redstone-technisch was geändert. Ich habe damals auch schon das richtig so verfolgt und da kam auch in jedem Snapshot noch was hinzu. Heute ist es ja so, dass in einem Snapshot alles hinzukommt, so gefühlt. Und dann irgendwie nichts mehr, außer ganz wenige Sachen. Aber ich glaube, damals bei dem Redstone-Update kam irgendwie in jedem Snapshot noch so ein neuer Block oder so. Und das war auch ganz cool. Fände ich heute auch schön, wenn das so wäre. Aber nun gut, es soll ja eigentlich jetzt erstmal um die fertigen Updates gehen. Und ja, da muss ich sagen, ab der 1.6 ist da irgendwie ein bisschen, hat das Mojang-Team ein bisschen nachgelassen. Da kam irgendwie contentmäßig weniger. Ja, die 1.6 hat ungefähr so genauso lange gebraucht wie der 1.5 damals, bis sie rausgekommen ist. Und ich fand, da war feature-technisch ein bisschen wenig drin. Also, ich meine, die Pferde, ja, und mehr auch nicht. Irgendwie. Kohleblöcke, ja, toll. Und so ein paar Sachen sicherlich, ja. Hier Name-Tags und so weiter, ne? Aber das sind alles jetzt nicht so große Sachen. Und, ich weiß nicht, ich fand, da wurde wieder zu viel Wert auf die Pferde damals gelegt, beziehungsweise auch auf den neuen Minecraft-Launcher, stimmt. Da haben sie auch den neuen Launcher eingeführt, dass man die Versionen schneller wechseln kann und mit Mods besser umgehen kann und so weiter. Finde ich natürlich auch schön und wichtig, aber feature-technisch war die 1.6 jetzt nicht so stark. Aber gut, dafür kam ja dann relativ schnell die 1.7 mit den ganzen neuen Biomen. Was ich auf jeden Fall auf den ersten Blick auch ganz cool fand, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, muss ich ja sagen, dass ich den alten Map Generator auch sehr schön fand. Obwohl dann wahrscheinlich nach einer Weile die neuen Biome auch wieder so ein bisschen fehlen, aber dieses alte Feeling in der 1.2.5 Map, beziehungsweise 1.6.4 war ja noch derselbe Map Generator, das war einfach was ganz anderes als heute so. Und deswegen wollte ich ja auch Minecraft Old, beziehungsweise Minecraft Further machen, wo ich nochmal die alte Version spiele. Das wäre halt wirklich so ein Punkt. Wo ich dann eben vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema erzählen könnte. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, denke ich mal, wenn wir das noch mal machen. Wenn wir einfach noch mal sehen, wie Minecraft damals so war. Ich meine, mittlerweile ist es ja schon 4 Jahre her, als die 1.2 aktuell war. Und deswegen finde ich das eigentlich schon gerechtfertigt, sowas mal zu machen. Okay, haben wir auch schon erkundet. Beziehungsweise irgendwer anders. Ja, jetzt fühle ich mich ja aber nicht so wohl. Ja, jetzt aber schon. Na, gucken wir mal. Ich sperre noch mal ein bisschen ab, dass die Lava nicht überhand gewinnt. Ja, auf jeden Fall ist das so eine kleine Sache. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. So. Na, ach, hier haben wir noch mehr Lapis, siehst du mal. Rotten Flesh kann erstmal weg. So. Okay, ich kann auch gleich schon wieder hochgehen und eigentlich ein bisschen Steine wegbringen. Oder irgendwie so. Und ich mache mir hier auf der unteren Ebene nochmal eine kleine Kiste. Ich meine, ist das überhaupt meine Mine? Ja, doch, stimmt, das ist ja eigentlich meine Höhle. Ich kann mir hier mal so eine kleine Base machen. Ja, und ich weiß nicht, so viel gibt es dazu eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. So seit der 1.7, weiß ich nicht, finde ich die Minecraft-Updates ja nicht mehr so spannend, muss ich sagen. Also, sicherlich Combat-Update und das alles ist schon ziemlich cool. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der sagt, hier, das mit dem Cooldown und so ist scheiße.
Aber ich finde, irgendwie ist so die Luft raus, so aus den Updates. Es kommt nicht mehr so viel Krasses hinzu wie früher. Wo dann eben auch mal so ein Boss hinzukam. Na gut, die 1.11, ich glaube, die ist wieder so ein bisschen in Umschwung. Die 1.10, jetzt, die war sowieso ein bisschen lau. Die 1.9 war eigentlich ganz cool auch, so vom End und den ganzen neuen Blöcken. Aber, ja, zum Beispiel die 1.8 war jetzt auch nicht so krass, obwohl da kamen viele Commands hinzu und so. Aber die nutzt man ja so sowieso nicht so im Survival-Modus und ich bin ja so ein Survival-Spieler, muss ich ja sagen. Und, ja, da würde ich mir dann eben eher so Sachen wie die 1, wie es in der 1.11 ist, wünschen. Also ich denke mal, die 1.11 geht auf jeden Fall in eine gute Richtung und, ja, ich bin auf jeden Fall auch nicht so der, ja, der Typ, der sagt hier, ja, nee, Cooldown und alles Neue ist scheiße, sondern ich mag eigentlich immer, wenn ein Minecraft-Update rauskommt und wenn es eben mal nicht so toll ist, dann ist es eben so, aber für mich hat es noch nie den Spielspaß verdorben. Für mich war es immer noch okay und das ist doch die Hauptsache, ne, wenn es dann doch mehr positive Dinge als negative Sachen hinzufügt. Sicherlich sind mal ein paar blöde Bugs, die auch rausgenommen werden, die vielleicht ganz cool waren, aber dafür kommen ja auch immer schöne neue Features hinzu, die auf jeden Fall auch man nicht missen möchte, ja, im Nachhinein. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich beende die an der Stelle hier wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und ja, dann tschüss.